Ich stehe ja gerade im Preding und der Equinet Pony Cup für diese Station ist schon entschieden. Neben mir stehen die beiden Siegerinnen, die Ludovica Gursaura und die Elisabeth Knaus. Und erst einmal herzliche Gratulation zu den Siegen. Und jetzt erzählt mal ganz, ganz, ganz ehrlich. Ihr wart beide in beiden Grand Prix im Stechen. Habt ihr euch das vorher ausgemacht, wer jetzt welchen gewinnen darf oder wie war das? Es war eigentlich nur ein lustiger Zufall, es war eigentlich gar nichts geplant. Okay, ich glaube euch das mal so, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Ja, für dich, Ludovica, gibt es irgendwie keinen Tag frei, wenn man so nennen kann. Du fährst morgen gleich wieder mit zwei von deinen drei Schwestern auf die Europameisterschaften nach Chamorin. Erzähl uns mal ein bisschen was drüber. Ja, also ich habe mich bei meinem Pferd, dem Bingo, für die Euro qualifiziert und ich reite im Team. Und ja, ich hoffe, es wird alles gut gehen. Dann wünsche ich dir schon mal ganz, ganz, ganz viel Glück. Und Elisabeth, wie geht es bei dir und deinen drei Ponys diese Saison noch weiter? Was sind deine Ziele? Eine gute Platzierung bei den Landesmeisterschaften und beim Pony Cup. Ja, dann wünsche ich euch beiden mal ganz, ganz viel Glück. Dir, Ludovica, noch einmal für die Europameisterschaften, dir für die Landesmeisterschaften. Und ja, dann den nächsten Pony Cup reitet sie in Kammerschörfling, ist dann schon das Finale. Und dann wünsche ich euch natürlich auch noch ganz viel Glück. Ja, das war's für dieses Mal aus Predingen.